Kathi und im heutigen Video werde ich ein DIY testen und zwar passend zum Thema Coronavirus. Es geht um Desinfektionsmittel, denn Desinfektionsmittel ist derzeit überall ausverkauft, zumindest bei mir hier in Österreich, in der Steiermark oder in Graz, dort wo ich mich sozusagen aufhalte, gibt es nirgends mehr eines zu kaufen und ich habe dann aber ein richtig cooles Rezept gefunden, welches ich heute selbst ausprobieren möchte. Und zwar ist es von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die das sozusagen online gegeben habe. Ich bin dann in die Apotheke, um mir sozusagen die Zutaten dafür zu holen. Das war ein bisschen problematisch, denn da war einiges los, selbstverständlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles zu Hause und möchte das heute hier in diesem Video gemeinsam mit euch teilen. Und ja, selbst Desinfektionsmittel herstellen und dann verkaufen. Nein, Spaß, ich möchte es einfach selbst herstellen, um ja, genügend Desinfektionsmittel zu haben. Auf jeden Fall habe ich schon mal alle Flüssigkeiten sozusagen vorbereitet. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Hier in dem großen Behälter ist Ethanol drin, 96%iges. Davon braucht ihr 833 Milliliter. Dann habe ich als erstes sozusagen das abgekochte Wasser oder eben destilliertes Wasser kann verwendet werden, 110 Milliliter hinzugefügt. Danach habe ich hier in der Apotheke sozusagen so eine Spritze oder was auch immer das ist bekommen und konnte hier sozusagen 42 Milliliter von dem Wasserstoffperoxid entnehmen. Habe das dann sozusagen hier hineingefüllt dazu. Und zum Schluss habe ich dann noch Glycerin, 15 Milliliter verwendet. Und das sozusagen dann alles hier zusammengemischt. Und dann habe ich das Ganze in eine Sprühflasche umgefüllt. Und ich zeige euch das jetzt mal. Hier ist das Ganze drin abgefüllt. Es riecht ein bisschen streng. Selbstverständlich ist ja auch Desinfektionsmittel. Und ja, ich dachte mir, das hier eignet sich ziemlich gut, um sozusagen jetzt mal alle Türklinken zu desinfizieren. Oder die Oberflächen, je nachdem. Natürlich kann man es auch als Handdesinfektionsmittel, dafür ist es ja da, verwenden. Ich finde, es ging super einfach. Das einzige Problem, was sein wird, dass das sozusagen jetzt in den Apotheken schwer wird zu bekommen, also einfach halt weil die Apotheken überlaufen sind, ist es halt ein bisschen schwer jetzt an diese Zutaten ranzukommen, aber man kann sie ja auch online bestellen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox und schreibe euch dort nochmals genau das Rezept hinein. Ja, was man sozusagen hier auch noch beachten sollte, ist, dass man das 72 Stunden stehen lässt, damit sie sozusagen wirklich die volle Wirkung aufnimmt, damit sich das Ganze miteinander vermischen kann. Und dann kann man starten und sein ganzes Haus desinfizieren. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Desinfektionsmittel zu Hause habt. Das würde mich interessieren. Es gibt ja auch sozusagen jetzt noch was Zweites, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist das etwas, wo die einen sagen, das bringt sich nichts, die anderen sagen, sicher, bringt sich schon was. Und zwar ist das jetzt ein Handdesinfektionsgel unter Anführungszeichen. Ich habe mir hierfür eine so Flasche, wo ich das dann hinausdrücken kann. Genau, das muss ich erst hinuntergeben. Das ist ganz neu. Was man hierfür braucht, ist einmal Wodka, 40%igen. Und da geht es auch darum, dass die Leute sagen, nein, alles, was jetzt eben nicht über 80% ist, desinfiziert nicht, tötet Coronavirus nicht. Ich möchte es aber trotzdem machen, weil es einfach, glaube ich, besser als nichts ist. Und ja, ich mische das jetzt einfach mal. Auf jeden Fall brauchen wir hierfür Wodka. Dann habe ich hier Aloe Vera Gel, 98%iges. Und die letzte Zutat, wo haben wir das? Ah, das steht da drüben. Das habe ich jetzt hier. Die dritte Zutat ist sozusagen, dass man ein Öl hinzufügt, ein ätherisches. Ich habe mich jetzt hier für Zitrone entschieden. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich schreibe euch das unten nochmal hinein, aber so wie Teebaumöl, Zitrone und die anderen fallen mir gerade nicht ein, aber ich schreibe sie euch auf jeden Fall unten hinein. Das Rezept hierfür wäre, dass man 80 Milliliter Wodka mit 20 Milliliter Aloe Vera Gel oder Saft oder je nach Bedarf, was auch immer, miteinander mischt. Das heißt, dann hat man 100 Milliliter und zum Schluss kommen noch 5 Tropfen eines ätherischen Öls hinein und das Ganze vermischt man dann und dann hat man sozusagen ein Handdesinfektionsgel, Öl oder was auch immer. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal mischen, werde mir hier sozusagen mal 80 Milliliter Wodka hinein. Ich habe hier jetzt 80 Milliliter Wodka abgemessen sozusagen und jetzt kommen hier die restlichen 20. Ich werde das jetzt einfach bei Gefühl machen. Das ist jetzt vielleicht nicht so schlau, aber ich teste ja nur Sachen. Also auf dieses Rezept kann man sich ja sowieso nicht verlassen. Schauen wir mal. Ich möchte einfach nur wissen, wie sich das auf der Hand anfühlt und werde jetzt hier einfach die restliche Flasche sozusagen mit dem Aloe Vera Gel füllen. Das sind dann ja theoretisch, weil sie hier 100 Milliliter Platz haben,
Das sind dann ja 20 Milliliter. So, ich habe das Ganze jetzt gefüllt. Das sieht jetzt hier so aus. Hier kann man eben sozusagen Aloe Vera Saft verwenden oder eben, ich habe mich jetzt für die Gelform entschieden, damit das Ganze vielleicht sich ein bisschen besser auf der Haut anfühlt. Und zum Schluss kommen hier noch die 5 Tropfen von dem Zitronenöl dazu. Super. Oh, das sieht ja cool aus. Auf jeden Fall schauen wir, ob das was wird. Fühlt sich auf jeden Fall gut an auf der Haut, aber irgendwie ein komisches Gefühl, dass man jetzt hier so Wodka auf seiner Haut hat. Ob das wirklich gut ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich wollte es einfach nur so Spaß machen, noch dazu testen. Aber wow, es riecht mega durch dieses Zitronenöl. Auf jeden Fall, ich wollte es einfach mal ausprobieren, hier sozusagen selbst Desinfektionsmittel herzustellen, und es hat funktioniert, beziehungsweise weiß ich es ja eigentlich nicht, weil ja, kann ich ja jetzt nicht testen, ob das Bakterien tötet oder Viren. Aber auf jeden Fall, ich habe hier einmal mein Desinfektionsmittel, was ich jetzt sozusagen eben noch 72 Stunden lang stehen lassen werde, um da wirklich die volle Wirkung daraus zu ziehen. Ich nehme mal schon an, wenn das sozusagen von der WHO jetzt ins Netz gestellt wurde, dass das wirklich funktioniert. Wenn nicht, dann kann man eh nichts machen. Und das finde ich einfach cool, denn es riecht gut. Auf jeden Fall, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Bin ich mega gespannt darüber, können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr dieses Video anschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!